Hallo Leute, Grenio hier und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed. In Nassau, wenn ich mich nicht irre, müssten wir stehen. Gerade schon. Ja, Nassau. Ah, hier drüben ist ein Shanty, das holen wir uns noch gleich. Und dann gehen wir gleich bei der Mission weiter. Aber ich will ein bisschen mehr Musik. Wie zur Hölle komme ich hier hoch? Da ist eine Leiter. Ah, da ist da unten. Du sollst da hinlaufen. Und erwischt. Perfekt. Perfekt. So, und das da drüben noch gleich, weil es fast auf dem Weg ist. Dann spreng ein bisschen herum, mein Junge. Jetzt müssen wir hier hoch. Da hinten ist es. Okay. Interessant. Ah, verklickt. Nee. Dann lassen wir es. Das verschwindet jetzt. Nun sei es so. Weiter zur Mission. Ein bisschen gute Musik wäre zwar immer schön, aber wenn es nicht soll, dann soll es eben nicht. Gehen wir mal zu meinen Leuten. Hi ho, habt ihr rum? Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Hi! Ja, Hatch ist einfach nur cool. Wird zwar noch cooler, aber er gefällt mir jetzt schon. Jupp. Ein bisschen herumlaufen hier im Ladebildschirm. Hat sich ein bisschen geändert zu den früheren. Die früheren waren mehr weiß, viel mehr weiß. Schon mehr blau als weiß hier. Naja. Na, da sind wir schon. Steuermann, Kenway. Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Es ist ein Unterschied, ob man an einer Kaperfahrt teilnimmt oder sie anführt. Wir suchen nach Handelsschiffen, Jungs. Ja, schon. Fetten Ladung. Suche mit dem Fernrohr einen Schoner für uns, Kenway. Du wirst ein Gefühl entwickeln, welche Fracht sie geladen haben. Und eine Ahnung, wie kampfstark sie sind. Der wäre genau richtig. Gut. Dann bringe uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität. Und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen wirst. Respekt, Leute. Das verzaubert einfache Gemüter. Du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten. Und lande ein paar Treffer, wenn es heißt. Doch um Himmels Willen versenk sie. Ach, kein. Gut, müssten soweit sein. Spaß, die Fracht aus dem Meer zu haben. Auch wenn das möglich ist. So, und da haben wir es schon. Machen wir ganz einfach hier mit der Trebasse. Wenn ich treffe. Wenn ich treffe, habe ich gesagt. Jawohl, und einer noch hier.
Na komm. Erledigt. Für was auf das Schiff rüberspringen, wenn man es so machen kann? Gedengo und buen dia, Senor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas gefehlen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Inglés? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Ich hätte wohl eher Engländer angreifen sollen, mit denen hätte er reden können. Naja, Pech gehabt. So, natürlich tun wir die Checkdoor reparieren. Tanzigfässer rumblendern. Komisches Gefühl, mit so viel geraubter Fracht an Bord zu segeln. Gewöhn dich dran. Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um den Tag profitabel zu machen. Ja, dann machen wir das mal. Blähsegel heißt! Los geht's! An Schotthorn, an die Schoten! Wo ist denn noch ein Schiffchen? Ich habe hier noch eine Karte nebenbei. Gehen wir uns mal in den Wind. Ein Sturm sieht übel aus. Das. Kommt ein Sturm auch noch? Den wollte ich nicht. Mal in diese Richtung. Und es geht nicht irgendwo. Feuer! 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 So. Rum. So, haben wir ein paar Fässer rum. Ein Sturm, Captain. Sieht schlimm aus. Ja, weiß ich schon. Egal, ich will die da vorne. Na komm. Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Kriegsschiff Feuer! So, geht doch. Was hat denn mit dem Kriegsschiff? Ist er ganz da? So, und den holen wir uns auch noch. So, wenn wir diese herziehen, schnappe ich mir schon mal die Haubitze. Ach, verdammt nochmal. Zielen soll gelernt sein, nicht wahr? Einen erwischt. Mit drei Schüssen oder wie? Also. Zwei Schüsse. Erwisch mich nicht. Ach. Das reicht's mir. Na? Geht doch! Wir reparieren wieder. Wir haben ein bisschen rumgeschnappt. Ein guter Fang heute, Kenway. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Zuerst einmal. Zur Vereinigung für mein Leben auszusagen. Dann
bin ich König der Karten. Wir kamen nach Nassau, weil wir König sind. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, ich bin den Traumknabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, ha? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Kuhn voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher Schiff. Der redet weiter, wenn das nicht schon das nächste Schiff entere. Okay, das war's. Ein paar Leute muss ich so erledigen. Ach Gott, bitte. Musst du ins Wasser springen? Na, komm her. Das war einfach. Durch die Menge durch, erstochen. So. Ach, falscher Knopf. Perfekt. Ein paar Feuerfest auch noch dazu. So, versenkt. Wir fangen heute, Kenway. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Nach einem Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusorgen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Kommst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff. So voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, ne? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. So rar wie ein ehrlicher König, ja. Gut gesprochen. So, jetzt geben wir mal Vollgas. Ah, wenn der Sturm nicht down wäre. So. Erledigt. Ein Schiff. Der Geschwindigkeit würden wir es total rammen. Was haben die drin? Rum, Zucker. Ha, mein Zucker? Alle außer Großbergen! Alles setzen und so. Schafft zum Wind ausrichten! Aufschießen, Segel setzen! Und sind da noch ein paar Schiffe? Jetzt sind auf einmal so viele da und ich musste zuerst suchen. Ein Wahnsinn. Und nehmen wir Reisegeschwindigkeit, damit es ein bisschen schneller geht. Warum singen die denn nichts? Ist ja richtig langweilig so. Ort dann sehen? Na, eine kleine Insel. Na, geht doch. Ja, mit Hintergrundmusik ist einfach schön. Nein, jeden Ort sehe ich mir auch nicht an. Ach Gott, nochmal. Eine Insel, willst du sie dir ansehen? Das sind 2 Quadratmeter große Insel. Bei jeder kleinen Welle geht sie unter. Egal, sie ist wichtig. Okay. So, gleich da.
ein bisschen schwer hier hinzusegeln. So. Alle Segel raffen! Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Und da wären wir schon. Na, was sagst du jetzt? Wir sind angekommen. Dann gehe ich mal. Hopp. Einen mittelstarken Rumpf kaufen. Necessita algo? Guten Tag. So, Jackdaw Upgrades. Nope. Nope, nope, nope. Da ist es. Den will ich. Ah, ein wenig aufgebessert. Sehr schön. Und Mission beendet. Mit beiden Optionalen. Perfekt. Dann geht's mal weiter. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben. Wir preisen deren Fee. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zu Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unsere Monarchen nicht verärgern. Ja, immer nach nicht fair. Wie du bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ja, das stimmt. Nein, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ja. Kleine Fische, um die Großen zu ködern. Das heißt, das, was wir am besten können. Also kapere und plündere Frischdorf los, Captain Camry. Nee, fahren wir in diese Richtung. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. So. Der Fernrohr kenne ich schon. Gott, nochmal. Ihr braucht mir nicht alles erklären. Segel voraus. Eine Militärbrücke am Horizont. Gutes Auge, Mann. Bist du bereit dafür, Kenway? Denn sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brücke aufzubringen? Ruf da ein! Na, genau das wollte ich hören. Wo seht ihr bitte eine Militärbrick? Bemannt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy, Jungs! Die können ebenso rammen wie Breitseiten geben. Ich setze die Pulverfässer gegen sie ein. Oder? Nein, gute Idee. Wo sehen die bitte eine Militärbrick? Ich sehe keine. Seht ihr eine? Ah, das könnte eine sein. Ja, das ist sie doch. Oh oh. Der hat einen guten Rahmenspann. Au. Ich brauche wieder. Die Brücke ist wirklich gut. Feuer! Feuer! Ihre Fahrstelle
Stelle ist umgeschützt. Schieß! Feuer! 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 Das Treffer könnte sie ablegen. Feuer! So. Einmal noch, das nehmen wir mit dem Frontkanon. Ha! Stylish, perfekt. Jetzt wird geentert. Zwei erledigt. Vier erledigt. Sechs erledigt. Ah, sieben. Acht. Und das war's, was ich hier alles fahren kann. Den Rest mache ich persönlich. Na, was ist denn? Ah, so geht's auch. Ganz einfach. Tom, die Drehbasse am Anfang ist das Wichtigste, was man haben kann. Schalten wir einfach die Hälfte der Crew schon mal ohne Probleme aus. So, wir reparieren natürlich unser Schiff. Das kennt ihr schon. So, und jetzt brauchen wir Metall. Schauen wir mal auf der Karte. Da ist nichts. Achtung, Zusammenstoß! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Etwas zu viel Nebel. Irgendwo muss doch... Da ist noch ein Schiff. Nur eine Harpune entfernt. Ja, ich will jetzt keine... Perfekt. Das nehmen wir uns. Bisschen mehr Geschwindigkeit. Und jetzt habe ich sie. Befehl, Sir! Hol sie nieder, raus aus dem Wind! Oh! Öffne die Hauptsegel! Na komm! Feuer! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Oh, oh, oh! Alle Segel, Bewegung! Autsch, der Rammsporn war nicht gut. Nicht ausgezählt, nein, nicht Reisegeschwindigkeit. So. Und wieder erwischt. Und einmal noch und dann müssten wir sie haben. Perfekt. Dann plündern wir mal. Und wieder mal entern.
altbekanntes Spiel. Na komm. Getroffen. Wieso sie am Enten händen? Wir entern ja. Einer von meiner Crew. Egal. Moment. Nummer 2. Und Nummer 3 erledigt. Perfekt. Kennen wir schon. Versenken von Schiffen. So eine Keilerei bei Gott. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Na, dann machen wir das. Also, wie werden wir unseren schlechten Ruf wieder los? Das ist eine gute Frage. Ein hübsches Sümmchen an den richtigen Beamten und die Marine lässt dich in Frieden. Gut, dann tun wir das doch. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennen. Gute Samariter. Ah, so ein Beutezug ist immer schön. Er rudert mir nur ein bisschen zu wenig. Also zu wenig, zu viel mit dem Steuerrad. Ist das schlimm? Ich drücke nur kurz mit dem Stick in eine Seite und er gibt sich total. Machen wir rechts. Segel lässt raus aus der Böen. Großmasten an die Fallleinen. Alle setzen und schafft zum Wind so. Ausrichten. Jetzt alle Segel, die gibt. Ist wirklich gut versteckt hier. Und andocken. Na gut, dann sprechen wir mal mit den Beamten hier, nachdem sie angedockt haben. Ich will nicht ins Wasser. Ja, das passt. Wo ist denn der nette Herr? Der Samariter. Da drüben. Na, das machen wir doch so. Was? Monkey? Monkey die Waffe? Ist zwar auch ein Pirat, aber ein bisschen anderer. Müsst ihr abtauchen? Ja. Danke. Betrachtet euch als von allen Sünden erlöst, mein Sohn. Sünden erlöst? Das wollte ich aber nicht. So, zur Kapitänskajüte gehen. Kajüte, glaube ich, heißt das. Machen wir das mal. Gehen wir mal da rein. Stärkere Kanonen hieß es, soll ich mir kaufen. Dann mache ich das. Müsste hier sein bei dem kleinen Schiffsmodell. Kaufen. Upgrades. Breitseite Kanonen. Ja, die holen wir uns. Praktisch. Jetzt machen wir aber noch, weil wir gerade hier sind und vielleicht ein bisschen Segel haben. Okay, dürfen wir noch nicht. Wenn wir noch nicht dürfen, dann machen wir noch nicht. Haben ein bisschen was anderes zum Anziehen. Monturen. Edward kennen wir als Kutte, die was einigermaßen gut aussieht.
Okay, ich habe die auch noch, aber die passt zu den Piraten nicht wirklich. Die habe ich auch, aber auch nichts von den Piraten. Und das kostet alles. Bleiben wir bei der normalen. So, ein paar mehr Kanonen, das schadet nie. So, jetzt. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr da habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei. Eine gute Idee. Na dann weiß ich schon, was wir in der nächsten Folge machen werden. Ja, die Optionalen habe ich ja komplett vergessen. Ah, scheiß drauf, egal. Es hat Spaß gemacht. So, es speichert. Das will ich auch gleich mal nutzen und sagen, danke fürs Zusehen, weil wir haben hier unsere Zeit so ziemlich erreicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das wäre Donnerstag, müsste wieder das Getter sein, ne? Hab ich da noch was? Ah, werde ich schon noch was rauskramen. Also bis dahin, Leute, euch noch einen schönen Tag und see ya!